Hallo, willkommen zurück bei Schneller als das Licht mit Captain Maro und unserem schildlosen Schiff. Hoffentlich werden wir es leider überleben. Mal schauen. Lass den Laden, wir haben eh nichts zu kaufen. Ah, kein Geld. Oh ja, nehmen wir gerne mit. Ich habe eh keine Drohnen, kannst du gerne haben. Oh, wir dürfen schon zwei Schildgegner kriegen. Noch nicht, wunderbar. Oh, deine Waffen powern auf, Schild an. Den soll ich, glaube ich, verstärken, ich brauche da volle Power drin. Einfach mal ausmachen. So. Vernichtet. Ah, da oben ist man zu fest hin. Ich gehe noch mal hin. Oh, ich vergesse mein Schiff aufzubauen. Verdammt. Das war das Wichtigste. Oh, wir haben 25% Ausweichchance. Eigentlich mehr. Nein. So, Klo-System verbessern. Ne, den brauchen wir schon. Den kann man auch einfach geben. Oh ja, war das Tor gewesen. Na gut. Nein. Wir gehen dann in unsere Ariadne ab. Die hatten wir ja schon mal. Dann gehen wir erstmal unsichtbar, um unsere Waffen aufzuladen. So. Ich brauche genauso lange zum Aufladen, hält er viel länger. Wunderbar. Ah, so. Weiter geht's. Haben wir noch ein bisschen was für das. Oh. Nicht so wichtig. Laden wir unser Waffensystem auf. Wir müssen in einem Burst den Gegner vernichten. Oh Mann. Oh, das ist mein Ionenlaser, weil ich das sehe.
Hilfe? Wir helfen immer gern. Sind die hilfreiche Crew. Oh. Hey, rettet sie. Yay. Boxen ja immun gegen Virus. Da unten ist nix. Aber oh, wir haben noch einen Haufen Sprungenergie, also gucken wir doch mal vorbei. Okay. Da dürfen wir eigentlich hinspielen mit dem Achievement. Und raus aus dem System. Zeit haben wir noch genug, wir können noch einen dranhängen, glaube ich. Ah komm, wir nehmen uns mal dein Zeug mit. Na, einen Soldat kann ich auch mal gebrauchen. Freie Energie. So, und wie immer. Einmal quer rüber. Und ich habe ein Waffensystem nicht ausgeschalten. Das wird ein Problem. Wer hat 20% Ausweichchance, das ist ja nichts, ne? Ah, jetzt müssen wir mal kurz warten. Ich krieg nicht mehr Shield Power. Puh. Ich geh mal kurz heilen. Ja, dann springen wir mal ab in den nächsten Sektor. Halbzeit. Mantis. Okay, die brauche ich mir keine Schilder, weil die springen eh auf meine Schiffe. Simpel, simpel. Ah, ich will vergessen, meine Waffensysteme. Nein. Erst nur die Jungwaffe ready. Ist nicht so schlimm. Weggelasert. Weiter kämpfen, weiter kämpfen. Ah, keine Zeit. Och nee, das ist natürlich jetzt ganz mies. Puh. Okay, ich muss das jetzt. Oh Mann. So, ich muss die Schilder ausschalten. Ach, so viel dazu. Das war's. Das Schiff ist hops. Die werden mich so niedermetzen mit ihren zwei Raketen. Warum schießt du so daneben? Das ist richtig, richtig, richtig kacke. Weil man kann nicht wehren dagegen. Ich habe niemand ein Schild gekriegt, ich konnte sie nirgends verkaufen und die kriegen drei Waffensysteme auf ihr Schiff. Es tut mir leid, aber das ist verloren, die Runde. Vor allem, weil auch alle daneben schießen. Das war der erste.
Ehrlich, das habe ich auch erwartet, dass das so passieren wird. Der Stealth-Cruiser, der ist richtig schlecht, ohne Schild. Also, wenn ich es schaffe, am Anfang direkt die 150 Tacken für ein Schild zusammenzukratzen. Oder nicht? Also, ja, tut mir leid, aber das Schiff muss ich im Easy-Mode spielen. Ohne Schilde, das geht auch nicht. Oh, ja, Turing, nee, du bist jetzt Marv. So. Starten wir es noch im Easy-Mode, aber ich will jetzt dann zurückkommen heißen können. Weil ich kriege mir ja durch andere Layout, weil dann muss ich auf jeden Fall, hier dingsen. Die Achievements machen. Schiff von Monatino und, Poriano. Easy und starten. So, aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass wir so rumgefehlt haben. Waffensysteme aufpowern. Leute verteilen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.